So, wir beginnen eine neue Mission in Stronghold Crusader und zwar mittlerweile Mission 23. Sie nennt sich das Flachland und hier kämpfen wir gegen 5 Gegner gleichzeitig. Ich zeige euch gleich gegen wen, denn es wird 5-mal die Ratte sein. Echt epic. 5-mal der gleiche Gegner. Ich zeige euch auch gleich, warum ich jetzt so schnell eine Burgmauer ziehe. Weil die Gegner rundherum uns versammelt sind und gleichzeitig von allen Seiten angreifen können. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur die Ratte ist, der wird erfahrungsgemäß sehr viele Truppen schicken. Keine starken Truppen, aber viele Truppen und deswegen will ich einfach gut vorbereitet sein und deswegen bauen wir jetzt hier Der Bergfried ist komplett. schön gechillt eine Mauer hin und dann kann der erstmal nicht ins Lager eindringen. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Tor. Ihr könnt das nicht Sonst können dort unsere platzieren, eigenen mein Leute nicht Lord. raus. Ihr kennt das Spielchen langsam, wir müssen erstmal die Ihr Produktion könnt das ankurbeln nicht dort platzieren, und dann mein können Lord. wir unsere Armee Eine aufstellen. Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Pöß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Nein. Wir benötigen Steine. Vor euch habe ich keine Angst. Eine Nachricht So, ihr habt der gehört, Ratte. Wir brauchen Steine. Habt ihr Angst? Die Das heißt, wir Streitmacht holen von uns dem jetzt erstmal Pöß wird euch Steine. hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Es sind nicht genügend Hey. Arbeiter vorhanden, Oh, um wir das haben keine Gebäude Arbeit zu mehr. verwalten. Eine Nachricht Jetzt der haben wir Ratte. auch wieder welche. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. So, jetzt müssen wir natürlich den Turm, den wir hier gebaut haben, natürlich auch besetzen, weil das macht uns Eine viel Nachricht Sinn. der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. So, jetzt können die Leute auch auf den Turm. Den besetzen wir jetzt natürlich noch mit Bogenschützen. Ja. Eine Das Nachricht bringt uns der nicht Ratte. wirklich viel. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende Ah, bereiten. Jetzt dringt er schon hier in die Festung ein. Nein, genau das wollte ich verhindern. Oh, das ist jetzt gefährlich. Eine gefährliche Situation. Also ihr merkt schon, die Missionen werden langsam kniffliger. Man muss schon sehr früh aufpassen, was man hier baut, wie man es baut und was man tut. Das ist echt epic. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Wir haben nicht mal mehr Holz, ey. Milord kann gar nichts mehr platzieren. Ich kann vielleicht ein bisschen die Mauern verstärken. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, kein Wunder, wir haben keine Nahrung. Wundert mich nicht, dass ich sink. Ich baue jetzt ein bisschen abstrakte Kunst hier, ihr seht das schon. Wir folgen euch. Um einfach erstmal überhaupt unsere eigenen Sachen hier zu sichern. Nach der Amrik. Mein Bogen ist eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde euren Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Der Bergfried ist komplett. Boah. Also die wollen es ja echt wissen, Wir ne? stehen zu Dienst. Also obwohl es eigentlich nur die Ratte ist, ist er doch sehr hartnäckig. Eine Nachricht der Ratte. Seht ihr schon. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Ach, was mache ich denn? Fail. Eine Nachricht der Ratte. Ich doch richtig angreifen. Mit dem mächtigen Depös angelegt. Und ich muss erstmal ein bisschen Nahrung holen, weil ihr seht doch schon hier, wir können selbst keine Nahrung herstellen. Das heißt, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, die Moral aufrechtzuerhalten. Und das kann man bekanntlich am besten, indem man dem Volk ein bisschen was zu trinken gibt. Das werden wir jetzt auch machen. Jetzt machen wir jetzt hier eine Schenke, kaufen ein bisschen Bier ein. Bier und Wein. Und stellen unsere Leute so ein bisschen zufrieden. Dass sie nicht so rummosern. Ein erträglicher Verlust. So. Vorne baue ich jetzt natürlich keine Treppe hin, wo ich eben das so angesetzt habe. Das wäre natürlich ein Epic Fail. Natürlich stellen wir da keine Treppe hin. Wir bauen da nur Bogenschützen drauf. So, quadratischen Turm reparieren. Bogenschützen drauf. Feuertopf. Die Leute verlassen die Burg. Na, gleich werden die Leute wiederkommen. Wenn sie merken, dass es hier zu trinken und zu essen gibt, kommen die Leute wieder. Verlasst euch drauf. So, jetzt haben wir noch nicht mal Zeit gehabt, mal nachzuschauen, wer überhaupt unsere Gegner sind. Auch wie schon gesagt, ich glaube im Menü eben gesehen zu haben, es ist 5-mal die Ratte. Das werden wir uns jetzt gleich genau angucken.
Hatten wir nicht schon ein Camp? Ach, die haben unser Camp kaputt gemacht. Smokum. Lol. Hab ich gar nicht gemerkt. Es kommen Leute zur Burg. So, und schon bekommen wir auch wieder Leute. Wir haben jetzt den ersten Ansturm sozusagen abgewehrt. Da kommt auch schon wieder der nächste. Oh, und sehr viele sogar. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Sehr viele. Die Streitmacht von dem Püß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Wir müssen uns jetzt auch mal ein bisschen verteidigen und mal ein paar Bogenschützen auf die Mauern stellen. Eine Nachricht der Ratte. Damit der Gegner auch nicht alles kaputt macht. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Schauen, was haben wir hier? 9 Stück, besser wie nix. Eine Nachricht. Sofort drauf auf den Turm. Seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. So, nachdem wir das jetzt erfolgreich auf die Beine gestellt haben, hier das, die Mauern und das alles, können wir jetzt hier drüben ein bisschen an die Oasenplätze gehen. Und noch ein bisschen Holz holen. Bald überwältigen. So, hier auf der Seite bauen wir uns auch noch ein Torhaus hin. Und zwar nehmen wir so ein kleines. Das müsste reichen. Das hat zu reichen. Stärken hier nochmal ein bisschen die Mauern. Sehr schön. Echt nice. Eine Nachricht. Könnt ihr heute mal ein bisschen abstrakte Baukunst bei mir begutachten hier. Ich werde heute nicht so akkurat bauen, weil die Gegner halt so schnell angegriffen haben und ich hier einfach nicht failen möchte. Oh, hier gibt es noch ein Erzlager. Ein Erzlager. Ich weiß sogar. Ja, man hätte auch 3 hinbauen können, ich weiß, aber passt schon so. Jetzt schauen wir mal, ob es hier oben noch Steine gibt. Also es lohnt sich, ja doch, hier gibt es Steine. Es lohnt sich schon jetzt im Norden anzufangen, um da die erste Ratte Platz zu machen, gleich mal so langsam, weil man dann einfach gechillt an die Steinvorkommen kommt und so sein Vermögen schnell vermehren kann. Was ja auch irgendwo die Grundlage für unsere neue Armee dann ist. Ja, wisst. Eine Nachricht der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Ich bin nicht besorgt. Die Leute also verlassen Sally. Ich würde das Ding hier ganz gut schaukeln. Es kommen Leute zur Burg. Das will ich doch hoffen. Sollen wir den Ausschank mal erhöhen? Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Wir werden überfallen. So. Es wird wahrscheinlich gerade unsere Reiter angegriffen, aber das ist zu schlimm. Denn wir werden da gleich noch ganz, ganz viele Pferde hinstellen. Schauen wir mal nach unserer Beliebtheit. Eine Nachricht. Wir haben plus 7. Habt ihr Angst? Das heißt, wir können jetzt die Nahrung ruhig auf Kalibration runtersetzen. Dann haben wir immer noch genug Beliebtheit. Und dann können wir da mit dem Geld, was wir dann einsparen, durchs Essen kaufen, können wir dann für unsere Truppen verwenden. So, hier unten baue ich jetzt keinen Turm mehr hin. Das reicht, wenn wir da jetzt Pferde hinstellen. Das schickt vollkommen. Oh, hier oben ist der Gegner durchgebrochen, sich gerade. Ist auch nicht ganz so tragisch. Die werden es nicht weit schaffen, die paar Spähträger. Ein erträglicher Verlust. Ist gar nichts mit erträglicher Verlust. Wir lassen das gar nicht zu einem Verlust kommen. Der Bergfried ist komplett. Eine Nachricht der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Ach, macht das Spiel Fun, ey. Ich bin echt mal gespannt, ob ich diesmal alle 50 Missionen schaffen werde. Ich habe gestern schon jemanden in der Kommentarbox drauf angesprochen, ob ich schon mal alle Missionen gespielt habe. Wie gesagt, das Spiel ist ewig lange her. Ich glaube, das letzte Mal habe ich 2006 gespielt, bevor ich jetzt die LP-Reihe hier angefangen habe. Und ja, also beim letzten Mal bin ich bis zur Mission 49 gekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Huhn, glaube, damals verwendet habe. Also ich glaube, es könnte mittendrin eine Mission doch noch gefehlt haben, bei Mitte der 30er, glaube ich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe die aber später irgendwann noch nachgeholt und hatte dann wirklich noch die allerletzte Mission offen und hoffe, dass ich auch diesmal die Mission 50 schaffe. Das wäre echt cool. Also vielleicht, wenn es dann soweit ist und wir bei der Mission angekommen sind, vielleicht habt ihr da noch einen Tipp, wie man die meistern kann. Kann ja sein, dass ihr die geschafft habt und wisst, was da zu tun ist.
Eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? So, diesen Knotenpunkt. Hier kommen die Feinde immer übers Wasser. Hier werden über diese Furt hier. Da werden wir jetzt gleich ganz viele Pferde hinstellen, dass der Feind das gar nicht mehr von uns Burgtoren rücken kann und dann ständig in die Produktion fällt. Das werden wir gleich unterbinden und stellen da einfach ein Heer hin und dann kann der dann nicht mehr so viel Schaden anrichten. Und hier oben genauso. Ich sehe nicht, gerade hat schon wieder meine Holzlager kaputt gemacht. Muss eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem...